Erste Halbfinalbegegnung im Playoff Red Bull Salzburg gegen die Linzer Black Wings in der Salzburger Eisarena. Ja, und glücklich, wer schon Eintrittskarten hatte, denn das Publikumsinteresse war groß und die Eisarena bis zum letzten Platz ausverkauft. So muss Eishockey. So, Playoff-Halbfinale gegen die Linzer. Wird ein harter Kampf. Ja, das bestimmt, aber wir sind gute Dinge. Das ist eh klar, das muss ja, man sein. Ja. Ja, kann man gleich irgendwie eine Prognose stellen, wie wird es ausgehen? Heute oder überhaupt? Heute. Schwer zum Sagen, aber ich sage, wir starten heute mit einem Sieg. Mit einem Sieg, gut, ja. Wollen wir es hoffen. Ja. Sind wir bereit, toi, toi, toi. Die Linzer Schlachtenbummler waren busweise angereist und gut drauf. Die Linzer Fangemeinde ist da in Salzburg. Hallihallo. Hallo. Was erwartet sich heute? Ein Sieg? Wie sind wir? Ein Sieg? Ja gut, aber der muss erkämpft werden. Wie wollt ihr das machen? Ja, kämpfen. Salzburger muss auch kämpfen, das gewinnend. Ja. Wie viele Fans, wie viele Linzer werden heute kommen? 800 bis 1000. Da drehen wir uns gleich um. Einer hat gesagt, alle, wie viele sind alle? Ja, ich schätze 3.000-4.000, was die Karten hergeben. Nein, zwischen 800.000. Also 800.000 ungefähr, ja. Also zwischen 800.000 passt. Ihr seid gut organisiert, oder? Das auf jeden Fall. Wir haben es geschafft, dass wir von unserer Gruppe mal auch nicht 14 Leute hergebracht haben. Also war eine coole Geschichte. Sensationell. Ich kann euch nicht alles Gute wünschen, weil ich bin ein Salzburger, aber trotzdem viel Spaß. Wir haben die Bulls schon beim Warm-up besucht. So, Alexander Zian in der Aufwärmphase, kurz vor einem sehr wichtigen Spiel. Wir sind in den Playoffs, Halbfinale gegen die Linzer. Wird ein harter Kampf? Ja, auf alle Fälle. Erstens einmal gegen die Linzer ist es immer ein harter Kampf. Zweitens ist es ein Halbfinale in die Playoffs und was gibt es Spannenderes? Finale wäre spannender, aber schauen wir mal. Wie sind denn so die Tendenzen? Habt ihr euch ordentlich vorbereitet? Ich gehe mal davon aus. Ja, auf alle Fälle. Wir haben gut trainiert, uns ein paar Videos angeschaut, dass wir ein bisschen wissen, was die Gegner machen und ja. Die Kollegen im Hintergrund hört man, die sind ordentlich beim Aufwärmen, allerdings nicht mit Schläger und Puck, sondern mit Fußball. Ist das normal? Ist das üblich bei euch? Ja, ist ganz gewöhnlich. Viele wählen die Option, weil es einfach, weil du den ganzen Körper gut aufwärmst und dann Spaß auch noch dabei hast. Das ist immer gut, wenn man Spaß dabei hat. In diesem Sinne viel Spaß und viel Erfolg für heute. Danke vielmals. Nicht nur das Zuschauer-, sondern auch das Medieninteresse war groß und die Halle war schon beim Warm-up der beiden Mannschaften auf dem Eis ziemlich voll. Der Einlauf der Gladiatoren wurde vom Publikum sehnlichst erwartet. Thank you.
Playoff-Halbfinale, das erste Spiel gegen die Linzer. Ein spannendes Match, Ende des zweiten Drittels 2-2. Wie schaut es aus? Wir haben ein paar Mal Powerplay gehabt, aber leider nicht nutzen können. Ja, zurzeit momentan spielerisch denke ich, dass die Linzer eine Spur stärker sind. Spielerisch und wir eigentlich nur als schnelle Angriffe unsere Tore machen. Und es ist schwierig. Es ist schwierig, natürlich, das wissen wir, das sehen wir. Aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Im dritten Drittel kann sich noch Entscheidendes ändern, nämlich was wir sich ändern. Das ist auf keinen Fall nicht. Wir werden jetzt Gas geben, denke ich. Die Mannschaft wird sich da hinten ein wenig besinnen, dass da die Fehler gering halten und wir nach vorne dann das entscheidende Tor schießen und wir die Partie gewinnen werden. Wunderbar. Toi, toi, toi. Danke. Bin ich auch so. Danke. So, eine heiße Partie. Ein Linzer Fan ist da. Einer von vielen. Ihr seid ja in einer Hundertschaft angereist. Ja, so 400-500 Leute ungefähr mit 4-5 Fanbussen. Ja, es passt recht gut. Sensationell. Und der Mannschaft hilft es, wie man sieht, weil ihr seid gleich mal in Führung gegangen. Ja, es hat gleich gut gepasst mit dem ersten großen Fehler, was gemacht in der Salzburger und haben wir gleich 1-0 geschossen. Jetzt steht es 2-2, aber ist ja sowieso noch auf der Kippe, also kann alles passieren. Im letzten Drittel ist noch viel möglich. Schätzungsweise, wie wird es ausgehen? Ich glaube fast, dass es ein Overtime gehen wird und dann ist alles möglich, also kann man nicht sagen. Es kann auf Unterseiten schwenken, aber Salzburger haben auch Chancen, also es kann alles passieren. Und es ist noch was passiert, nämlich der Siegestreffer der Salzburger durch Brent Harris gleich zu Beginn des letzten Drittels. Die Freude bei Spielern und Publikum war dementsprechend groß und wir trafen Head Coach Greg Poss noch zum Interview. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ein knapper Sieg, hochverdient, aber nicht einfach. Nein, das war ein sehr knapper Sieg, sehr knappes Spiel. Mein Linz hat eine sehr gute Mannschaft. Wir haben am Ende dann ein paar nicht so clever Sachen gemacht. Wir haben einen Wechsel zu lange geblieben. Wir waren zu müde, dann defensiv in unserer Drittel zu spielen. Wir haben einen Strafe genommen und dann haben die Jungs wirklich super Unterzahl gespielt, viele Schüsse abgeblockt, Starkbaum war gut und wir haben das Spiel dann für uns entschieden, aber wir haben schon ein paar Punkte, wo wir müssen dran arbeiten. Einfache Sache. Zweimal im Rückstand, aber großartig trotzdem noch aufgeholt. Ja, ich denke, wir waren stärker im Laufe des Spiels. Vielleicht im ersten Drittel waren wir ein bisschen nervös, aber wir haben nur ein Torschanzen abgegeben. Und das war sofort drin. Und das zeigt, wie gefährlich Linz ist. Man muss wirklich stabil in der Defensive stehen und die Chancen vorne ausnutzen. Definitiv, es ist Playoff-Halbfinale. Da sind die stärksten Mannschaften im Bewerb. Wie wird es weitergehen? Ja, wir verändern unser Spiel nicht. Ob wir auswärts oder zu Hause spielen, wir spielen das gleich. Und wir müssen auch in Linz unsere läuferischen Fähigkeiten ausnutzen und Zweikampf stark sein, weil wir wissen, die sind sehr stark zu Hause. Obwohl wir haben auch da gewonnen, die haben auch hier gewonnen. Aber mit die Zuschauer da und die Stimmung ist sehr wichtig, einen guten Start zu haben. Genau. Es war ein Häckselkessel, die Eisarena toll gefüllt, tolle Anhängerschaft. Ja, das ist wirklich, das macht so viel Spaß, vor so einer Kulisse zu spielen, die wirklich in das Spiel drin ist und ist viel lauter im Vergleich zu Arenas in Nordamerika zum Beispiel. Und die Spieler lieben das und es wird auch in Linz so sein. Und auch, wir sind sehr dankbar, dass Linz hat viel Zuschauer mitgebracht. Vielen Dank, alles gut. Ja, in diesem Sinne wünschen wir für die weiteren Spiele viele Zuschauer und natürlich auch viel Erfolg.